Tobias, heute in der Freiberger Häupnerhalle das erste Spiel gegen den Erfurter HC. Wie rechnet ihr eure Chancen aus? Also wir haben uns klar einen Sieg vorgenommen. Wir sind ungeschlagen Tabellenführer. Das heißt, wir wollen die Serie auch weiter beibehalten, wollen nicht unbedingt wieder zwei Siege. Wird nicht ganz einfach gegen Erfurt. Drittplatzierer bis jetzt. Also wir können uns auch noch gefährlich werden. Wir haben zurzeit 9 Punkte Vorsprung. Und ja, wollen auf jeden Fall hier zu Hause gegen die Jungs gewinnen. Letztes Mal in Freiberg, letztes Jahr haben wir einen Unentschieden gespielt, also heute unbedingt 3 Punkte. Thank you.
Der Erfurter HC hat verdient 5:4 gewonnen. Ja. Wie war die zweite Halbzeit zu bewerten, wo der Sieg zustande kam? Ja, die zweite Halbzeit war Erfurt besser. Freiburg hat leider nicht Tor gemacht, war unser Vorteil. Wir hatten etliche Torchancen, die wir genutzt haben. Und denke ich mal, die clevere Mannschaft hat jetzt gewonnen. Und ja. Thank you.